Es ist tatsächlich so, dass viel weniger Kinder die Fähigkeit heute beherrschen, dass, wenn sie ins Wasser fallen, dass sie wissen, wie sie sicher zum Rand kommen. 700.000 Menschen können in Österreich nicht richtig schwimmen. Alarmierende Zahlen, die das Kuratorium für Verkehrssicherheit an die Oberfläche bringt. Vor allem unsere Jüngsten lernen immer seltener den richtigen Umgang im Wasser, bestätigt Ralf Hamburger, ehrenamtlicher Wasserretter und Betreiber der Schwimmschule Pertholzdorf. Ungefähr ein Fünftel, würde ich sagen, bis Kinder so um 8 Jahre herum können nicht schwimmen oder haben diese Fähigkeit nicht. 3 bis 5 Kinder trinken jedes Jahr in Österreich. Bei Kleinkindern ist es sogar die zweithäufigste Todesursache. Denn für unter 4-Jährige stellen Gartenpools und Planschbecken ab einer Tiefe von 20 cm eine tödliche Gefahr dar. 5 bis 9-Jährige sind in öffentlichen Schwimmbädern am gefährdetsten. Für 10 bis 14-Jährige bergen Seen und Flüsse das größte Risiko. Mitschuld an den schwindenden Schwimmkompetenzen ist ironischerweise die Zunahme privater Pools. Man kann heute, wo viele zu Hause einen kleinen Pool haben oder selber einen Pool haben, wo man stehen kann, was übrigens ausreicht, um zu ertrinken, ist der Bedarf nicht so groß da, dass man richtig schwimmen lernt. Und es dauert oft bis in die Volksschule hinein, wenn dann nämlich in der 3. Klasse laut Lehrplan das Schulschwimmen stattfinden sollte. Und auch in Schulen zeichnet sich ein Wandel ab. Wenn ich 3 Stunden Schulschwimmen habe, 3/4 Stunde An- und Abreise, die Kinder umziehe, bleiben wir 20 Minuten im Wasser, vielleicht zu zweit, 2 Tourenlehrer, die dann 20 Kinder betreuen. Und von den 20 sind dann 6 Nichtschwimmer, und denen sollte ich in 20 Minuten 5-mal schwimmen lernen. Das geht sich leider nicht aus. Mit dem Zuzug vieler Migranten, wo die Kultur des Schwimmens noch weniger ausgeprägt ist und auch die Notwendigkeit, kommt doch eine große Gruppe der Bevölkerung hinzu, die es nicht gelernt hat oder als sekundäres Ziel erst sieht, dass man schwimmen lernt. All das zusammen, einerseits weniger Möglichkeiten, andererseits weniger Bedürfnisse und weniger Bedarf. Und wenn dann was passiert, dann ist es leider meistens zu spät. Sollte man Kinder also sicherheitshalber vom Wasser fernhalten? Wenn man kein Gewässer oder den eigenen Pool gescheit einzäunen kann, bleibt nur die Aufmerksamkeit und nur das Schauen. Besser ist es, früh zu beginnen, die Kinder dahin zu gewöhnen, was ich tue, wenn ich ins Wasser falle, wie ich sicher zum Rand komme. Ja? Empfehle, bei Babyschwimmen mitzumachen und so weiter. Und früher wird da sehr viel trainiert in diese Richtung, einfach die erste Sicherheit. Keine Schrecken, wenn ich ins Wasser falle, wissen, wie ich mich bewege, wie ich sicher bis zum Rand komme. Auch Kurse für Eltern können die Sicherheit der Kinder erhöhen. Die Wasserrettung bietet hier Breitenausbildung an zum Helfer und zum Retterschein. Eine gute Basis dafür, einerseits präventiv zu erkennen, wo es an mögliche Gefahren, andererseits optimal zu helfen, wenn es dann passieren sollte. Denn steht dem eigenen Kind das Wasser bis zum Hals, muss das nichts Negatives sein, wenn es gelernt hat, was zu tun ist.